Aha. Ist es Salz? Nein, nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich und das Köttchen. Weg mit der Waffe. Ich habe sie im Visier. Scheiße. Verdammter Mist. Was ist? Hast du was gesehen? Okay, legen Sie die Waffe weg, Sir. Halt, Hände hinter dem Kopf lassen. Auf die... Hey, Kumpel, du hast den Mund gerufen. Näher kommen, treten Sie mir auf die Füße. Sie verstehen uns? Bitte hören Sie damit auf. Nutzen Sie sie oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Lange genug bete, kommt ein Engel. Wir alle beten. Wir haben einen Eindringling. Wenn du denkst, dass ich dich finde, dann mach ich mal. Zentrale, wir haben hier immer noch Probleme. Zentrale, wir haben nicht ausgestanden. Nicht vorne stehen bleiben. Ja, ja, so mag ich das. Ich bin schon zu lange auf der Straße, um mich von jemandem wie Ihnen verarschen zu lassen. Keine Bewegung.
brauche Verstärker. Wir haben es hier mit einem Massenmörder zu tun. Sauber. Langsam, rennen Sie hier nicht rum. Hier wird nicht rumgelaufen. Frederickson sagt, du warst bei der Operation in Hope dabei. Ist ziemlich abgegangen dort, was? Ja, ich durfte das Chaos besahen. Ist alles total aus dem Ruder gelaufen. Ihr Jungs hat eure Spuren verwischt, was? Das FBI hat das Ganze als Terrorakt eingestuft. Von irgendeiner rechten Anarchistengruppe. Ja, trotzdem. So eine Nummer auf amerikanischem Boden. Ist Travis eine tickende Zeitbombe? Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn abservieren. Noch ein Schritt näher und ich verpasse dir eine Kugel. Verdammter Mist! Zentrale? Ah!
Entschuldigen Sie mal, es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden. Zumindest niemanden gesehen. Wir sind hier sicher. Ich knall sie ab, wenn es sein muss. Waffe runter! Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das... Das war ja echt... Oh mein Gott! Bitte! Sense Team 1, bitte komm. Hitman-Spieler fordern sich oft gegenseitig heraus, um den besten Killer zu ermitteln. Oft sind die Herausforderungen kleine Puzzle-Wettkämpfe. Wer kann diese Charaktere töten? Mit diesen Waffen? Wer ist der Schnellste? Deshalb haben wir den Aufträge-Modus entwickelt, damit alle Spieler Herausforderungen annehmen oder eigene Herausforderungen in Absolution erstellen können. Markieren Sie Ihre Ziele. Benutzen Sie beliebige Waffen oder Verkleidungen. Fliehen Sie Ihren Fähigkeiten entsprechend. Es wird Zeit herauszufinden, wer der ultimative Killer ist. Willkommen bei den Aufträgen. Die Karriere eines Profikillers basiert auf drei einfachen Schritten. Eliminieren Sie Ihr Ziel, fliehen Sie und streichen Sie Ihr Honorar ein. Fahren Sie fort. Ich gebe Ihnen unterwegs weitere Tipps. Bei den meisten Aufträgen gibt es an Bedingungen geknüpfte Boni. Bei diesem Auftrag gibt es eine einzige Bedingung. Sie dürfen nur das Ziel töten. Sie finden die Bedingungen immer im Briefing des Auftrags. Öffnen Sie das Notebook, um das Auftragsbriefing zu lesen. Ihr Auftragsbriefing listet die Bedingungen auf, die Sie erfüllen müssen, um die maximale Punktzahl zu erreichen. Unter dem Porträt Ihres Ziels, Manuel Francis, sehen Sie zwei Symbole. Diese zeigen an, dass Sie einen Bonus erhalten, wenn Sie ihn mit einer Handfeuerwaffe eliminieren und dabei Ihren Anzug tragen. Weiter unten sehen Sie, dass die Bedingung "Nur Ziel töten" aktiviert ist und ebenfalls einen Bonus einbringt. Und noch etwas. Alles in diesem Auftrag spiegelt die Spielweise des Spielers wider, der ihn erstellt hat. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie selbst Aufträge erstellen können, spielen Sie bitte das entsprechende Tutorial.
nähern sie sich ihrem Ziel leise. Hier ist 4. Wir brauchen Sicherheitssysteme am Mauereingang. Kameras, Bewegungsmelder, ein paar dieser neuen Selbstschuss... Ihr Ziel wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. Sein Name ist Manuel Francis. Wie das Briefing des Auftrags zeigt, erhalten Sie einen Bonus, wenn Sie ihn mit einer Handfeuerwaffe töten und dabei Ihren Anzug tragen. Nutzen Sie Ihren Instinkt, um Ihr Ziel zu finden. Ich weiß, die Kundin will es so, aber deshalb muss ich es ja nicht gut finden. Personal von örtlichen Einrichtungen? Da Sie ein nicht markiertes Ziel getötet haben, verlieren Sie den Nur-Ziele-Bonus. Dennoch dürfte Ihnen das Abschließen des Auftrags ein ordentliches Honorar einbringen. Ziel eliminiert. Begeben Sie sich jetzt zum Ausgang. Je schneller Sie entkommen, desto höher fällt das Honorar für den Auftrag aus. Sie entkommen durch den Ausgang. Dieser befindet sich neben dem Van, an dem Sie angefangen haben. Sobald Sie den Auftrag erfüllt haben, können Sie Ihre Punkte auf den besten Listen vergleichen. Sie können sogar Ihre Freunde herausfordern, sie zu schlagen. Das Geld wurde auf Ihr Konto überwiesen. Investieren Sie es im Versteck in die Freischaltung und Verbesserung neuer und besserer Ausrüstungsteile. Sie können den Auftrag erneut spielen, um Ihre Platzierung in der Bestenliste und Ihren Landesdurchschnitt zu erhöhen. Ferner können Sie diesen und jeden anderen Auftrag für einen Wettkampf mit Ihren Freunden benutzen. Damit endet dieses Tutorial. Viel Spaß mit den Aufträgen anderer Spieler, bei der Erstellung eigener Aufträge und in den offenen Wettkämpfen. Hitman-Spieler fordern sich oft gegenseitig heraus, um den besten Killer zu ermitteln.